Spielzeug auf Discovery Channel. Die Zukunft des Flugreiseverkehrs gestalten die Visionäre von heute. Pfeilförmige Maschinen, die mit zweifacher Schallgeschwindigkeit durch die Lüfte rasen. Oder fliegende Riesen, die doppelt so viele Passagiere befördern können wie heutige Jumbo-Jets. Aber nicht nur Geschwindigkeit und Größe könnten das Reisen mit dem Flugzeug revolutionieren. Futuristische Designs tauchen am Horizont auf. Maschinen werden mit Hilfe eines Stirnrunzelns oder Hirnwellen gesteuert. Ein großflächiges Straßennetz am Himmel führt zur Ablösung des Autos am Boden. Von den Flugzeugen der Zukunft wird es abhängen, wie wir reisen werden und wohin. Paris, 3. Juni 1973. Höhepunkt der internationalen Luftfahrtschau sind zwei Überschallpassagiermaschinen, die um einen Platz im Flugverkehr der Zukunft konkurrieren. Die englisch-französische Concorde und die sowjetische Tupolev Tu-144. Auf dem Spiel steht viel Geld und viel nationaler Stolz. Die Concorde hat die Zuschauer bereits mit steilen Kurvenmanövern in geringer Höhe zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Ein wenig später startet die sowjetische Maschine zu ihrer Vorführung. Nach mehreren Kurven in extremer Schräglage überfliegt die Tupolev noch einmal das Rollfeld und donnert himmelwärts. Aber urplötzlich bricht das Flugzeug auseinander und fällt brennend zu Boden. Die Besatzung und 8 Bewohner eines nahegelegenen Dorfes sterben in dem Inferno. Die Ursache der Katastrophe ist nie ermittelt worden und entsprechend wild wurde darüber spekuliert. Eine Theorie besagt, die Kamera eines mitfliegenden Fotografen hätte sich am Steuerknüppel des Piloten verhakt. Andere behaupten, eine französische Mirage hätte die Tupolev heimlich verfolgt, um Detailaufnahmen von ihr zu machen. Bei einem Ausweichmanöver könnte der sowjetische Pilot seine Maschine dann überfordert haben. Die französische Regierung soll der Sowjetunion sogar Geheiminformationen übergeben haben, damit sie stillschweigen darüber bewahrte. Was auch immer damals geschehen sein mag, die Tu-144 verschwand wieder hinter dem eisernen Vorhang. An einem sonnigen Wintertag hat eine Gruppe russischer Konstrukteure und Testpiloten eine Verabredung mit einem alten Freund. Das Flugzeug, das der Sowjetunion eine führende Position im Überschallreiseverkehr sichern sollte, ist wieder aufgetaucht. Gemeinsam mit Ingenieuren der NASA und der Firma Boeing hat das Tupolev-Konstruktionsbüro die Tu-144 aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Das Ziel ist die Entwicklung eines Flugzeugs, das zweimal schneller als der Schall ist und bis zu 300 Passagiere befördern kann. Ein Überschallverkehrsflugzeug fliegt schon heute täglich über den Atlantik. Der Erfolg der Concorde ist aber mehr ästhetischer als finanzieller Natur. Da die Maschine nur etwa 100 Sitzplätze anbieten kann, bleibt sie den Reisenden vorbehalten, die bis zu 13.000 Mark für ein Ticket bezahlen können und wollen. In einem Punkt sind sich NASA und Boeing einig. Das nächste Überschallpassagierflugzeug muss deutlich größer werden als die Concorde. Sie planen eine Maschine mit einem Tragwerk, dessen Fläche die eines Jumbojets weit übertrifft. Über 300 Passagiere müsste das Flugzeug fassen, um wirtschaftlich rentabel zu sein. Aber ausreichend Sitzplätze unterzubringen, ist nicht das einzige Problem.
Wegen der Größe und Form seiner Tragflächen muss ein Überschallverkehrsflugzeug während des Landeanflugs seine Spitze schräg nach oben geneigt haben. Und wegen der bleistiftförmigen Bauweise des Rumpfes ist das Cockpit nach hinten versetzt. Bei der Concorde muss deshalb die Nase kurz vor der Landung heruntergedrückt werden, damit der Pilot die Rollbahn durch das Frontfenster überhaupt sehen kann. Das funktioniert, bringt aber Nachteile mit sich, die heutige Konstrukteure gern vermeiden würden. Die NASA hat einen neuartigen Ansatz zur Lösung dieses Problems. Sie verzichtet ganz auf ein Frontfenster. Das erscheint auf den ersten Blick paradox. Wie sollte sich ein Pilot besser orientieren können, wenn man ihm die Aussicht versperrt? Ganz einfach. Mit Hilfe eines Kamerasystems. Im Langley-Forschungszentrum der NASA in Hampton, Virginia, wird diese neue Art zu fliegen mit Hilfe eines Simulators erforscht. Die Apparatur verfügt über zwei große Bildschirme. Der linke repräsentiert eines der Seitenfenster, über die der zukünftige Überschalljet weiterhin verfügen soll. Der vordere zeigt, was eine Kamera aufnehmen würde, die auf der Nase des Flugzeugs montiert ist. In das Videobild integriert ist ein Display, das den Piloten über Höhe und Peilung auf dem Laufenden hält. Im Moment befindet er sich im Anflug auf eine virtuelle Landebahn. Ein Flugzeug auf diese Weise zu steuern, ist sicher gewöhnungsbedürftig, aber zur Sicherheit kann der Pilot immer noch einen Blick aus dem Seitenfenster werfen. Die erste Reaktion der meisten Piloten, vor allem der etwas Älteren, ist ungläubiges Staunen, dass wir ihnen einen Computerbildschirm vorsetzen, nachdem sie fliegen sollen. Aber wenn sie es dann versuchen, haben die wenigsten damit Schwierigkeiten. Die NASA begnügte sich nicht mit virtuellen Systemen, sondern machte auch die Probe aufs Exempel. Mit einer richtigen Boeing 737 ohne Frontfenster. In Flugversuchen mit einer 737 haben wir zwei Darstellungsversionen untersucht. Dabei war es uns wichtig, dass die Höhe des Horizonts im Seitenfenster mit der im Frontsichtbildschirm genau übereinstimmt. Denn ist das nicht der Fall, könnten sich Schwierigkeiten ergeben. Wenn der Pilot zum Beispiel ein an ihm vorbeiziehendes Flugzeug mit den Augen verfolgt und der Bewegungsverlauf im Seitenfenster nicht mit dem im Frontsichtbildschirm übereinstimmt, dann könnte ihn das verwirren. Die NASA-Versuchsreihe gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten wird ermittelt, wie genau die verschiedenen Sensoren ihre Umgebung und dabei im Besonderen andere Flugzeuge erfassen können. Der zweite beinhaltet reale Flug- und Landeversuche mit der frontfensterlosen Maschine. Die Bilder auf dem Frontsichtbildschirm gehen weit über das hinaus, was das bloße menschliche Auge wahrnehmen könnte. Sie werden von einem ausgeklügelten Kamerasystem aufgenommen und im Computer verarbeitet. Daran beteiligt sind digitale Videokameras, Infrarotsensoren und Radar. Die NASA hofft, die Technik so weit zu vervollkommnen, dass sie den Piloten Bilder in einer Auflösung präsentieren kann, die der des menschlichen Auges entspricht. Was aber, wenn die Technik einmal versagt? Es gibt ein Kamerasystem für den Piloten und ein davon getrenntes für den Co-Piloten. Wenn eins ausfällt, ist also immer noch das andere da. Ein weiteres, drittes Aufnahmesystem steht sowohl dem Piloten als auch dem Co-Piloten jederzeit zur Verfügung. Wenn alle diese Systeme auf einmal ausfallen, dann gibt es immer noch die herkömmlichen Instrumente und einen Autopiloten, der die Maschine landen kann. Und sollten alle Stricke reißen, dann schaut die Besatzung durch die Seitenfenster. Diese F-16 fliegt mit zwei unterschiedlichen Tragflächen. Im Rahmen eines Forschungsprogramms untersucht die NASA ein aerodynamisches Phänomen, das wirbelfreie oder laminare Strömung genannt wird. Ein Problem bei allen Flugzeugen ist der hohe Luftwiderstand durch Turbulenzen. Solche Verwirbelungen entstehen durch die Reibung zwischen Flugzeugoberfläche und vorbeiströmender Luft.
Bei einer großen Passagiermaschine, die mit mehr als zweifacher Schallgeschwindigkeit fliegt, würden turbulente Luftströmungen so viel Widerstand erzeugen, dass Reichweite und Treibstoffverbrauch und damit die Effektivität stark beeinträchtigt wären. Ein neues Konzept zur Verringerung der Luftreibung, das die NASA in der linken Tragfläche der F-16 testet, beruht auf exakt gebohrten winzigen Löchern. In die Tragfläche sind Millionen Löcher gebohrt. Eine spezielle Vorrichtung saugt die angrenzende Luftschicht ständig ab und ermöglicht damit eine wirbelfreie Strömung. So wird der Luftwiderstand der Maschine und damit auch ihr Treibstoffverbrauch deutlich verringert. Die Probleme im Zusammenhang mit dem Überschall-Passagierverkehr sind aber nicht nur aerodynamischer und finanzieller Natur. Gravierend sind auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Die Triebwerke stoßen besonders viel schädliche Stickoxide aus, die wegen der großen Flughöhe direkt in die Stratosphäre gelangen. Das Ziel ist, eine Maschine zu entwickeln, die effektiv ist, die Stratosphäre schont und zudem leiser arbeitet. Denn eines ist absehbar: Der Flugverkehr der Zukunft wird deutlich mehr von Lärmschutzverordnungen reglementiert werden als der heutige. Doch bei 4 Triebwerken, von denen jedes über 20.000 Kilopond Schub erzeugen muss, steht den Ingenieuren nicht mehr viel Spielraum zur Verfügung, den Umweltschutz zu berücksichtigen. Die Modellabteilung des Langley-Forschungszentrums. Hier nehmen die Flugzeuge der Zukunft erstmals Gestalt an. In jedem einzelnen dieser Modelle stecken Tausende von Arbeitsstunden. Sie sind so exakt gearbeitet, dass, brächte man sie auf ihre wahre Größe, Abweichungen von höchstens einem Hundertstel Millimeter feststellbar wären. Solche Präzision ist notwendig, damit die Versuche im Windkanal, die man an den Modellen durchführt, zu übertragbaren Ergebnissen führen. Das gemeinsame Projekt von NASA und Boeing für ein neues Überschallverkehrsflugzeug ist noch in der Planungsphase. Neue Materialien werden gesucht, die für die Belastungen des Überschallflugs besser geeignet sind. Die Herausforderung für die Ingenieure besteht darin, ein Flugzeug zu bauen, das stabil und widerstandsfähig, aber gleichzeitig leicht ist. Dazu werden in den nächsten Jahren die verschiedensten Verbundstoffe härtesten Belastungstests unterzogen, bevor sich der erste Prototyp in die Lüfte schwingen kann. Die Russen sind die beste Informationsquelle. Sie haben den ersten Überschalltransporter entwickelt, die TU-144. Wegen ihrer Größe und der Form ihrer Tragflächen ist die TU-144 ein aussichtsreicherer Kandidat für den Überschallpassagiertransport der Zukunft als die Concorde. Gemeinsam mit dem Tupolev-Konstruktionsbüro haben Boeing und die NASA die gigantische Maschine mit stärkeren Triebwerken ausgerüstet. Ausgeliehen von einem TU-160 Blackjack-Langstreckenbomber. Dann wurden die Passagiersitze entfernt und stattdessen umfangreiche wissenschaftliche Apparaturen eingebaut. Die modifizierte Maschine bekam die Bezeichnung TU-144LL. 1997 begann die erste praktische Testphase mit einer Reihe von 32 Flügen. Kommandant der Maschine ist Sergei Borisow, ein ehemaliger Jagdpilot der Roten Armee. Einer der Hoffnungsträger des zukünftigen Überschallpassagiertransports liegt an seinen Händen. Die TU-144 konnte es kaum erwarten, wieder in die Luft zu kommen. Ich musste den Steuerknüppel nur 5-6 Zentimeter zurückziehen. Die vorderen Räder der Maschine heben bei einer Geschwindigkeit von 350 Stundenkilometern vom Boden ab
die hinteren erst bei etwa 400. Man darf auf keinen Fall beim Start die Geschwindigkeit von 400 Stundenkilometern überschreiten. Die Entenflügel oder sogar die Spitze des Flugzeugs könnten sonst abbrechen. Der Start ist wegen der nach unten geneigten Flugzeugnase sehr unruhig. Und die Triebwerke sind so laut, dass die Cockpit-Crew kaum ihr eigenes Wort versteht. Doch die Maschine gewinnt schnell an Höhe. Innerhalb weniger Minuten steigt sie bis auf 10.000 Meter. Während sie sich der Schallgrenze nähert, beruhigt sich die Maschine langsam. Sobald das Flugzeug in eine horizontale Bahn einschwenkt, wird es still. Man hört das Dröhnen der Triebwerke nicht mehr und der Flug wird bemerkenswert ruhig, besonders wenn man die Schallgrenze überschritten hat. Im Inneren der Tupolev mag der Flug ruhig erscheinen, aber draußen ist die Hölle los. Geschwindigkeiten von mehr als 2500 Stundenkilometern beanspruchen ein Flugzeug aufs Äußerste. Sensoren zur Messung von Temperatur und Luftstrom sind einfach abgerissen worden und haben tiefe Kratzer hinterlassen. Sie lassen erahnen, wie schwer es sein wird, ein Passagierflugzeug zu bauen, das solche Belastungen täglich überstehen muss. Schon beim ersten Flug begann die Farbe abzublättern. Wegen des kalten Wetters hatten wir bisher noch keine Zeit, die Maschine wieder anzustreichen. Wie Sie sehen, blättert sogar das NASA-Emblem ab, ebenso wie das von Tupolev. Aber wir werden schon noch eine Lösung dafür finden. Ingenieure, die ein Überschalltransportflugzeug konstruieren wollen, sehen sich einer ganzen Reihe von Problemen gegenüber. Kaum ist eines überwunden, taucht schon das nächste auf. So ist eine für hohe Geschwindigkeiten ausgelegte Maschine bei Start und Landung wenig stabil. Und ein Triebwerk, das strengen Lärmschutzverordnungen genügt, hat ein höheres Gewicht. Doch die Hoffnung, einmal doppelt so schnell reisen zu können wie heute, scheint jeden Aufwand zu rechtfertigen. Die Zukunft liegt in den Überschallmaschinen. Experten sagen, dass Flugzeuge nur bis zu einer bestimmten Größe gebaut werden können. Und gleichzeitig nimmt die Anzahl der Flüge pro Tag stetig zu. Deshalb müssen wir schneller werden. Die Menschen sind für Überschallreisen bereit. Und wir werden ihnen die Maschinen dazu liefern. Wenn die Berechnungen von Experten stimmen, wird eine Reise von Los Angeles nach Tokio bald nur noch 6 Stunden dauern. Bei einem um nur 20% höheren Flugpreis. Aber nicht alle sind der Überzeugung, dass die Zukunft immer schneller werden muss. Die europäische Airbus scheint mehr auf Größe zu setzen. Wenn die Firma Flugzeugteile aus ihren britischen Werken zur Endmontage nach Toulouse in Frankreich bringt, verwendet sie dazu eine ganz besondere Frachtmaschine, die A300-600ST. Dieser Supertransporter hat die veraltete amerikanische Guppy abgelöst. Er ist ein doppelstöckig ausgebautes Passagierflugzeug mit einer riesigen Frachtklappe am Bug. Airbus vertreibt die Maschine nicht kommerziell, sondern setzt sie nur firmenintern ein. Doch ein anderer Doppelstöcker soll schon bald den Flugreiseverkehr revolutionieren. Im Frühjahr 1996 begann Airbus mit der Planung einer neuen Generation von Super Jumbo, die den bisherigen Meister im Schwergewicht, die Boeing 747, weit in den Schatten stellen würde. Die Maschine trägt die Typenbezeichnung A3XX und soll das größte Passagierflugzeug aller Zeiten werden. Ingenieure von 19 Fluglinien arbeiten zusammen mit Airbus an der A3XX. Allein durch die Größe der Maschine sollen Einsparungen bei den Betriebskosten um etwa 20% möglich werden. Eine erste Version der A3XX soll bis zu 675 Passagiere befördern. Aber Airbus hofft, diese Zahl noch bis auf 800 steigern zu können. Die Maschine hat 4 Durchgänge, 2 auf dem unteren und 2 auf dem oberen Deck. Sie sind über ein geräumiges Treppenhaus miteinander verbunden.
Laut Airbus soll das Flugzeug trotz seiner Größe innerhalb von nur 90 Minuten landen und wieder starten können. Aber das könnte leichter gesagt sein als getan. Manche Fachleute bezweifeln, dass die gegenwärtigen Flughäfen überhaupt mit einem solchen Koloss fertig werden würden. Die Firma Boeing hat eigene Pläne für einen Super Jumbo 1997 aufgegeben. Aber mit Blick auf die europäische Konkurrenz und den boomenden Flugreisemarkt muss sich auch die amerikanische Luftfahrtindustrie mit größeren Passagiermaschinen auseinandersetzen. In einem gemeinsamen Programm arbeiten Universitäten, Industrie und NASA an der Entwicklung eines Großraumpassagierflugzeugs der Zukunft. Ihr Ansatz ist gänzlich verschieden von dem des Airbus. Um den Luftwiderstand zu minimieren, nahmen wir eine Kugel. Das ist die geringste Oberfläche, die ein bestimmtes Volumen einnehmen kann. Aber um besser Passagiere darin unterbringen zu können, mussten wir sie zu einer Art Eishockey-Puck abflachen. Dann fehlten noch Tragflächen, Triebwerke und Steuerruder. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Die Ingenieure sind überzeugt, das Design der Zukunft gefunden zu haben, auch wenn die Feinarbeit noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Vielleicht wird diese Einheit aus Rumpf und Tragflächen einmal die Luftfahrt revolutionieren. Die Konturen an der Unterseite des Modells lassen die Passagierbereiche erahnen. Dieses Flugzeug soll einmal doppelt so viele Passagiere befördern können wie ein Jumbojet, bei einem um 30% niedrigeren Treibstoffverbrauch. Eine Reise würde zwar etwas länger dauern als in einem heutigen Passagierjet, sie wäre aber auch wesentlich ruhiger, da die Triebwerke ganz hinten angebracht sind. Das sogenannte Nurflügeldesign ist nicht neu. Der B-2-Tankkappenbomber der US Air Force hat bewiesen, dass eine solche Maschine sicher geflogen werden kann. Doch seine Besatzung besteht aus nur wenigen gut ausgebildeten, mit Fallschirmen ausgerüsteten Piloten. Ob man aber 800 Passagiere einmal dazu überreden können wird, in eine solche fliegende Tragfläche zu steigen, das erscheint heute noch mehr als fraglich. Doch die Nurflügelbefürworter sind überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und ihre Argumente sind schlagend. Diese beiden Modelle haben etwa dieselbe Größe. In meiner linken Hand halte ich die 747, das heute größte Passagierflugzeug mit etwa 420 Sitzen. In meiner rechten unseren Nurflügelentwurf für etwa 800 Passagiere. Seine Flügelspannweite ist zwar um etwa ein Viertel größer als bei der 747, die beiden Maschinen bringen aber fast das gleiche Startgewicht auf die Waage. Unsere Rechnung ist also doppelt so viele Passagiere für das gleiche Gewicht, etwas mehr Flügelspannweite und eine signifikant geringere Flugzeuglänge. Drei doppelstöckige Passagierkabinen sind in dem Nurflügler vorgesehen. Eine in der Mitte, die beiden anderen seitlich in den Tragflächen. Weiter zu den Flügelspitzen hin ist Platz für das Gepäck. Für die wenigen glücklichen Reisenden, die in der ersten Reihe sitzen, gibt es sogar kleine Fenster. Probleme machen könnte bei der neuen Maschine aber der Kabinendruck. In einem zylindrischen Rumpf verteilt er sich gleichmäßig auf die gesamte Innenwand. Je flacher ein Raum aber ist, desto mehr werden Boden und Decke belastet. Die Studenten der Stanford University und die Ingenieure von NASA und Boeing lassen sich von so einem Problem nicht abschrecken. Sie sind sicher, in der Zukunft eine geeignete Lösung zu finden. Und vorläufig brauchen sie sich auch noch nicht mit dem Kabinendruck herumzuschlagen. Mitte 1997 startete das erste Modell einer Nurflügel-Passagiermaschine in der Wüste von Kalifornien. Es wurde angetrieben von zwei kleinen Propellermotoren. Eine Kamera dokumentierte den Flug auch aus der Vogelperspektive. Einer der großen Vorteile bei Nurflügelmaschinen ist ihr wesentlich geringerer Luftwiderstand. Dadurch fliegen sie effizienter und, so hoffen ihre Konstrukteure, auch billiger.
Aber die Ingenieure dürfen bei ihren Planungen nicht nur an günstigere Flugtickets denken. Es birgt zum Beispiel ganz besondere Tücken, Passagiere in den Flügeln unterzubringen. Wenn sich die Maschine in die Kurve legt, verschütten sie ihre Drinks. Heute befinden sich die Passagiere alle nahe an der Mittellinie. Sie spüren es kaum, wenn sich das Flugzeug in die Kurve legt. In dieser Maschine aber werden Menschen auch in den Flügeln sitzen, fast 20 Meter von der Mittellinie entfernt. Sie werden selbst die geringste Schräglage deutlich spüren. Deshalb muss man ganz weite, flache Kurven fliegen. Auch wenn sie sicher, effizient und billig wären, das größte Problem der Nurflügel-Jumbos dürfte ihr exotisches Aussehen sein. Futuristische Flugzeuge faszinieren zwar jung und alt, die wenigsten würden sich jedoch auch trauen einzusteigen. Erst die Zukunft wird zeigen, ob die Passagiere gewillt sind, sich auch radikal neuen Designs anzuvertrauen. In der Zukunft der Luftreisen wird nicht nur Platz für Überschalljets und Super-Jumbos sein, für kurze Flügel sind die aussichtsreichsten Kandidaten Maschinen mit sogenannten Kipprotoren. Das bekannteste Modell mit Kipprotor ist die V-22 Osprey. Die US Marines waren die ersten, die erkannten, welch vielseitige Einsatzmöglichkeiten sich mit einer Maschine ergeben, die in sich die Qualitäten eines Flugzeuges und eines Hubschraubers vereint. Sie planen, die V-22 in den nächsten Jahren in Dienst zu stellen. Das erste Fluggerät mit Kipprotor, die XV-3, baute die Firma Bell bereits im Jahre 1955. Dadurch wurde zwar bewiesen, dass das Prinzip der schwenkbaren Rotoren funktionierte, aber nicht, dass es sicher funktionierte. Zwei der Prototypen stürzten ab. Sie waren den technologischen Möglichkeiten ihrer Zeit noch zu weit voraus. Erst 1973 gab Bell dem Kipprotor eine zweite Chance. Ein Experimentierflugzeug, die XV-15, sollte ein skeptisches Fachpublikum von der großen Zukunft dieser Art Maschinen in der zivilen und militärischen Luftfahrt überzeugen. Die Testpiloten landeten auf Flugzeugträgern oder Ölbohrinseln und flogen Rettungseinsätze weit draußen auf dem offenen Meer. Es wurde deutlich, dass mit dem Kipprotor Aufgaben erfüllt werden konnten, zu denen kein anderes damaliges Fluggerät imstande war. Und dass diese Aufgaben sicher erfüllt wurden. In letzter Zeit wurde die XV-15 wiederholt versuchsweise in den Zentren großer Städte eingesetzt. Die Fenster am Rumpf der Maschine sind nur aufgemalt. Sie sollen auf ein zukünftiges Zivilflugzeug mit Kipprotor hinweisen, die Bell Boeing 609. Große Passagierflugzeuge müssen auf langen Rollbahnen landen, oft viele Kilometer außerhalb der Städte. In dicht besiedelten Ländern, wie Japan, stoßen Pläne mit noch mehr Flughäfen, die ständig steigende Zahl der Passagierflüge zu bewältigen, auf ein sehr geteiltes Echo. Und auch in Europa wird der Platz langsam knapp. Der letzte Großflughafen wurde 1989 bei München gebaut. Maschinen mit Kipprotor dagegen würden sich mit dem kleinsten Hubschrauberlandeplatz begnügen. Sie könnten eilige Geschäftsreisende direkt in der City absetzen. Die 609 soll etwa so groß wie die V-22 Osprey werden, ohne militärische Ausstattung und nur ein Drittel so schwer. Ihr erster Einsatzbereich wird wahrscheinlich das Big Business sein. Konzerne könnten mit der Maschine ihre Führungskräfte kostengünstiger und schneller befördern als in ihren Firmenjets. In der 609 wird Platz sein für 6 bis 9 Passagiere. Das erscheint nicht gerade viel, aber für die Arbeiter einer Ölbohrinsel oder für ein Such- und Rettungsteam wäre eine Maschine, halb Flugzeug, halb Hubschrauber, von unschätzbarem Wert. Seit ihren Anfängen in den frühen 70er Jahren
sind Videospiele aus den Vereinigten Staaten und den meisten übrigen Ländern der Erde kaum mehr wegzudenken. Auch wenn die technologische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten immens war, eines hat sich nicht geändert. Abenteuer in virtuellen Welten sind beliebt bei kleinen und großen Kindern. Die Firma Evans & Sutherland produzierte actionreiche Videospiele, die reißenden Absatz fanden. Aber ihre Gründerväter hätten es sich nie träumen lassen, dass sie sich einmal auf ausgefeilte Flugsimulatoren spezialisieren würde. Hier sitzt ein Fluglehrer mit seinem Schüler, der sich gerade im Landeanflug auf Innsbruck befindet. On 10 mile approach to the Innsbruck, Austria airport. A 10 mile approach. The feeling of motion is incredible. You never know that you're just sitting still. Der Flugschüler ist beeindruckt, wie realistisch die virtuelle Welt erscheint, in der er sich bewegt. Surrounding the Innsbruck airport. That's correct. One of the things that Civil Airline Sein Lehrer bestätigt ihm, dass der Simulator auf die tatsächlichen geografischen Daten des Innsbrucker Flughafens zurückgreift und sie möglichst detailliert umsetzt. Flugsimulatoren gibt es schon eine ganze Weile. Aber in den letzten Jahren hat die immens schnelle Entwicklung in den Bereichen Prozessorgeschwindigkeit und Datenkomprimierung den Abstand zwischen der realen und der virtuellen Welt zunehmend verringert. Um Treibstoff zu sparen, greifen Fluglinien immer mehr auf Computer zurück, um ihre Piloten zu schulen. Ausgefeilte Systeme bilden dabei die reale Umgebung detailgetreu nach. Sogar ein Schwarm Vögel zieht am Cockpitfenster vorbei. Wenn man einige von diesen Piloten aus einer Trainingsstunde herauskommen sieht und sie haben gerade eine Maschine verloren oder sie mussten bei schlechtesten Sichtverhältnissen einen unbekannten Flughafen anfliegen, dann haben sie genau denselben Schweiß auf der Stirn, als hätten sie in einem wirklichen Flugzeug gesessen. Für Piloten ist der genaue Verlauf der Rollbahnen ebenso wichtig wie seine Flugrouten. Sogar der rote Windsack auf dem Bildschirm neigt sich entsprechend der vom Computer vorgegebenen Windrichtung und Geschwindigkeit. Am virtuellen Flughafen von Innsbruck herrscht rege Betriebsamkeit. Der Pilot muss auf andere Maschinen achten, während er sich dem Hauptgebäude nähert. Eine exakte digitale Fotografie des wirklichen Schauplatzes. Arbeiter warten schon darauf, das Gepäck auszuladen und Tankwagen rollen in Position. Wenn dieser Pilot den Flughafen von Innsbruck einmal wirklich anfliegt, dann wird es für ihn kaum unliebsame Überraschungen geben. Die größten Probleme ergeben sich für Piloten durch schwierige Wetterverhältnisse. Früher konnten sie nur auf einem Weg versuchen, damit fertig zu werden, in gefährlichen Situationen mit Hunderten von Passagieren hinter sich. Seit einigen Jahren versuchen Programmierer, schlechtes Wetter auch in Simulatoren darzustellen. Aber erst vor kurzem haben ihre Bemühungen zu realistischen Ergebnissen geführt. Einer der Erfolge, die wir in der letzten Zeit hatten, war die Simulation von Nebelschwaden. Bei den bisherigen Programmen war Nebel immer nur als eine verminderte Sichtweite aufgefasst worden, egal in welche Richtung man blickte. Aber das hat wenig mit der Realität zu tun. Aus dem Flugzeug kann man sehen, dass sich Nebel bevorzugt in den tiefen Bereichen eines Terrains hält. Und das konnten wir vor kurzem erstmals simulieren. Wir haben es auch geschafft, Schneestürme darzustellen, mit Flocken, die direkt auf einen zukommen. Wie wenn man mit dem Auto durch ein Schneetreiben fährt. Die gefährlich hypnotisierende Wirkung von Millionen Schneeflocken, die gegen die Windschutzscheibe prallen, kennt jeder Autofahrer. Nur auf sehr schnellen Computern mit hoher Speicherkapazität kann man sie so realistisch simulieren.
Manchmal können sich Piloten überhaupt nicht mehr auf ihre Augen verlassen. Bestimmte Wetterverhältnisse, vor allem nachts, lassen die Sicht gegen Null gehen. Besonders gefährlich sind solche Situationen auf belebten Flughäfen. Die NASA arbeitet derzeit an einem neuen System, das es Piloten erlauben soll, sich auch im dichtesten Nebel zurechtzufinden. Es beinhaltet eine genaue digitalisierte Karte des Flughafens, ein Navigationssystem und ein Frontsichtdisplay. Eine Reihe von grünen Leuchtzeichen zeigt dem Piloten seinen Weg in der Dunkelheit an. Auf dem Instrumentenbrett ist eine Karte des gesamten Flugplatzes zu sehen, mit allen Start- und Rollbahnen und einem weißen Dreieck, das die aktuelle Position symbolisiert. Kommt eine andere Maschine zu nahe, warnt der Computer den Piloten. Wie ein Polizist regelt das System den Verkehr. Die Ingenieure der NASA hoffen, mit dieser neuen Technik einmal wetterbedingte Verspätungen weitgehend verhindern zu können. Sie sehen aber auch Anwendungsmöglichkeiten außerhalb der Luftfahrt. Unser Frontsichtdisplay zeigt mit Hilfe virtueller Symbole Ränder und Mittellinie einer Rollbahn an. Theoretisch könnte man das ganze System auch auf den Autoverkehr übertragen. Es würde dem Fahrer helfen, sich auf dem Highway zurechtzufinden, bei dichtem Nebel, in einem Schneetreiben oder in irgendeiner anderen Situation, in der die Sicht eingeschränkt ist. Ich bin überzeugt, das könnte den Straßenverkehr sicherer machen. I think it has considerable potential for increasing the safety of the nation's highways. Während die einen von virtuellen Autobahnen träumen, planen die anderen den Individualverkehr der Zukunft in luftigen Höhen. Wenn die Wissenschaftler des Agate-Programms recht behalten, dann wird ein Flugzeug zu fliegen eines Tages so einfach sein, wie heute ein Auto zu fahren. Ein Auto kann ganz intuitiv gesteuert werden, weil man alles, was man dazu wissen muss, durch das Fenster sehen kann. Jetzt stellen Sie sich vor, wir präsentieren in einer ganz eingängigen grafischen Form alle wichtigen Informationen im Cockpit eines kleinen Flugzeugs. Zum Beispiel, wo befinde ich mich gerade? Oder wie ist der Verkehr? Ich brauche nur einen Knopf dafür zu drücken. Wie ist das Wetter? Und ich kann die Grafik ganz intuitiv erfassen. Wohin muss ich fliegen? Und ich sehe auf meinem Monitor eine richtige Luftstraße, der ich nur noch zu folgen brauche. Eines Tages wird es so ein System geben, das uns den richtigen Weg weist. Ein Straßensystem in der Luft gab es schon einmal. Bei den Olympischen Spielen im Sommer 1996 folgten die Hubschrauber definierten Flugbahnen entlang der Highways rund um Atlanta. Das Agate-Konzept geht noch einen Schritt weiter. Sobald ein Pilot den Boden verlassen hat, liegt seine gesamte Flugroute vor ihm. Er braucht nur noch der gelben Linie zu folgen. Sein Computer überwacht den gesamten Flugverkehr und stellt sicher, dass keine andere Maschine seinen Kurs kreuzt. Jeder Pilot hat einen Highway in der Luft für sich allein. Wenn der Pilot auf schlechtes Wetter zusteuert oder sich für ein anderes Ziel entscheidet, berechnet der Computer automatisch eine neue Flugroute. Die Befürworter von Agate hoffen, dass ihr System die Mobilität revolutionieren wird. Einen Teil des Individualverkehrs in die Luft zu verlegen, brächte enorme Einsparungen im Straßenbau. Und für Start und Landung der kleinen Maschinen existieren schon heute reichlich geeignete Flugplätze in den gesamten Vereinigten Staaten. Es ist faszinierend, wie viele kleine Flugplätze auf den Karten vermerkt sind. Das Land ist richtig übersät von ihnen. Ganz im Gegensatz zu den wenigen großen Flughäfen, auf denen Passagierjets landen können.
Auf gut 500 Flughäfen kommen in diesem Land mehr als 18.000 kleinere Landeplätze. Es ist wirklich faszinierend. Das hier ist zum Beispiel Denver Stapleton, der alte Flughafen. Aber wenn man die Karte im Detail studiert, dann findet man noch einen Flugplatz hier und noch einen dort und dann noch einen. Mit dem eigenen Flugzeug zu reisen, hat schon seine Vorteile. Aber bisher ist es so teuer, dass es sich nur die Reichen leisten können. Um den Individualverkehr in der Luft anzukurbeln, plant die NASA in Zusammenarbeit mit der Industrie deshalb eine Art Volksflugzeug. Dabei werden auch skeptische Fragen laut, die wohl erst die Zukunft beantworten können wird. Wie viel würde so eine Maschine kosten und wie sicher wäre sie? Und was ist mit den Leuten, denen wir nicht einmal hinter dem Steuer eines Autos über den Weg trauen? Die Wissenschaftler der NASA und des Agate-Programms jedenfalls hielten es schon für einen Riesenerfolg, wenn nur jeder Fünfte irgendwann in der Zukunft das Auto gegen ein Flugzeug eintauschte. Dieser Wartungsoffizier sieht aus, als wäre er einem Science-Fiction-Film entsprungen. Aber die Apparatur auf seinem Kopf ist nicht dazu da, Aliens aufzuspüren. Sie soll ihm seine Arbeit erleichtern. In einem tragbaren Computer an seinem Gürtel sind sämtliche Wartungshandbücher gespeichert. Um in ihnen zu blättern, gebraucht er aber nicht seine Hände, sondern sein Gesicht. Dies ist die Abteilung für alternative Steuerungstechnologien des Armstrong Laboratory in Dayton, Ohio. Dr. Grant McMillan überwacht ein bahnbrechend neues Projekt. Wenn Sie in der Maschine arbeiten, werden Sie dieses tragbare Computersystem, das Ihre Handbücher und Normblätter enthält, bei sich haben. Zum Training verwenden wir hier lieber ein komfortableres Tischsystem. In beiden Fällen tragen Sie dieses Frontsichtdisplay und diesen Miniaturfernseher, der dasselbe Bild wie der Computermonitor zeigt. Im Frontsichtdisplay integriert sind drei Sensoren, die auf die elektrische Aktivität Ihrer Gesichtsmuskulatur ansprechen. Probieren Sie es auf, es soll möglichst bequem sitzen. Das System soll es Wartungsoffizieren ermöglichen, Handbuchdateien in ihrem tragbaren Computer zu suchen und aufzurufen, ohne ihre komplizierte Arbeit unterbrechen zu müssen. Jetzt wollen wir trainieren, wie Sie mithilfe Ihrer Gesichtsmimik diese Computer hier bedienen können. Ein kurzes Hochziehen der Augenbraue wirkt wie ein Mausklick oder das Drücken der Enter-Taste. Wenn Sie dagegen Ihre Kiefer kurz zusammenpressen, springen Sie dadurch weiter auf das nächste Item. Mit einem Hochziehen der Augenbraue können Sie es dann auswählen. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Den größten Nutzen könnten solche Steuerungssysteme Menschen bringen, die an schweren körperlichen Behinderungen leiden. Das Hochziehen einer Augenbraue geht wie jede Muskelaktivität mit elektrischen Impulsen einher, die von den Sensoren wahrgenommen werden können. Der Computer verarbeitet die gemessenen Daten und stellt sie als gezackten roten Linienverlauf auf dem Monitor dar. Okay, now let's try the jaw close. Und jetzt das Zusammenpressen der Kiefer. Verschiedene Muskelbewegungen drücken sich in unterschiedlichen Impulsmustern aus, die dem Computer als eindeutige Anweisungen dienen. Mit Hilfe der Gesichtsmimik in einen Computer Enter und Tab eingeben zu können, scheint vielleicht etwas banal. Aber mit ein bisschen Übung kann damit nach Belieben in einer umfangreichen elektronischen Fachbibliothek geblättert werden. Mit einem solchen System hätte ein Wartungsoffizier der Zukunft bei seiner Arbeit immer die Hände frei. Was aber, wenn er stolpert oder ihm ein Hammer auf den Fuß fällt?
Wie würde der Computer einen plötzlichen Ausdruck von Schmerz oder Wut deuten? Auch wenn in diese Technologie sicherlich noch einige Entwicklungszeit investiert werden muss, schon heute wird sie eingesetzt, um es querschnittsgelähmten Menschen zu ermöglichen, einen PC oder einen Fernseher zu bedienen. Die Abteilung für alternative Steuerungstechnologien des Armstrong Laboratory interessiert sich aber nicht nur für die von Muskelaktivitäten ausgelösten elektrischen Signale. Wir erforschen auch die Möglichkeit, Hirnwellen, die elektrischen Signale, die das Gehirn aussendet, zur Steuerung von Computern und anderer Systeme einzusetzen. Dabei beschäftigen wir uns besonders mit visuell hervorgerufenen Reaktionen. Ein Computer, ein paar Elektroden und etwas Konzentration ist alles, was für den Versuch benötigt wird. Elektromagnetische Signale entstehen nicht nur durch Muskelbewegungen von Gesicht, Kiefer und Stirn, auch das Gehirn sendet sie aus. Um sie messen zu können, verwende ich dieses Stirnband, das drei Elektroden an meinen Hinterkopf drückt. Die Signale werden durch visuelle Reize hervorgerufen. Indem Sie auf einen blinkenden Bildschirm oder ein flackerndes Licht blicken, bringen Sie Ihr Gehirn dazu, das Signal in gewisser Weise zu imitieren. Wenn ein Licht 10-mal pro Sekunde blinkt, dann wird diese Frequenz auch in Ihren Hirnwellen festzustellen sein. Während sich David Engel auf die unterschiedlich schnell blinkenden Flächen auf seinem Monitor konzentriert, werden seine Hirnwellen auf drei Ebenen aufgezeichnet. Ihre Frequenz sagt dem Computer, welche der beiden Flächen er gerade betrachtet. Das heißt aber auch, David Engel kann eines der Lichtsignale auswählen, einfach indem er es anschaut. Und damit stehen genug Befehle zur Verfügung, um einen Computer zu bedienen. Ebenso effektiv wie mit Hilfe der Gesichtsmuskulatur. Durchschnittlich 2 Sekunden muss sich David Engel konzentrieren, um seinem Computer einen Befehl zu übermitteln. Viel Übung war erforderlich, bis er soweit war. Zur Steuerung von Maschinen könnten Hirnwellen allerdings auch ihre Tücken haben. Zu viel Selbstbeobachtung kann schädlich wirken. Das Training sollte so natürlich wie möglich werden. Wenn man einen Golfspieler fragt, wie er während des Schlages seinen linken Ellbogen hält, dann hat er keine Ahnung. Es ist nur Teil eines ganzen Bewegungsablaufs, den er gelernt hat. Und hier ist es ganz ähnlich. Man soll auf eine bestimmte Art aktiv werden, ohne viel darüber nachzudenken. Wenn man mit Hilfe von Hirnwellen einen Computer bedienen kann, dann müsste man das Prinzip auch auf Maschinen anwenden können. In diesem Flugsimulator versucht eine Pilotin, nach rechts oder links zu steuern, indem sie sich auf ein schnell blinkendes Lichtsignal konzentriert. Wir trainieren sie, ihre natürlichen Gehirnreaktionen auf ein blinkendes Licht zu verstärken oder zu unterdrücken. Die Pilotin starrt auf das Blinklicht und ihr Gehirn reagiert mit elektrischen Signalen in derselben Frequenz. Dann konzentriert sie sich darauf, dieses Signal zu verstärken. Der Simulator reagiert mit einer Linkskurve. Um wieder zurückzusteuern, muss die Pilotin jetzt die Reaktion ihres Gehirns auf das Blinklicht unterdrücken. Wie das alles funktioniert, ist noch ein Geheimnis. Unsere Versuchspersonen trainieren das mit einer Art Biofeedback-Methode. Auf ihrem Monitor sehen sie eine Messskala, auf der sie immer ablesen können, wie stark die Reaktion ihres Gehirns auf das Blinklicht gerade ist. Und dann versuchen sie, diese Reaktion irgendwie zu beeinflussen.
Viele denken an ganz bestimmte Bilder. Andere versuchen, sich zu entspannen oder auch anzuspannen. Die meisten können später nur sagen, sie wollten einfach rechts oder links fliegen. Aber es ist ein innerer Prozess, den man trainieren kann. Mit exakter Wissenschaft scheinen diese Phänomene nur noch wenig zu tun zu haben. Zumindest auf den ersten Blick. Viele Leute reagieren sehr skeptisch auf unsere Arbeit. Sie vermuten darin irgendwelchen parapsychologischen Unsinn. Dabei handelt es sich nur um naturwissenschaftliche Forschung und um biomedizinische Technik. Auch wenn wir laufen, wissen wir nicht genau, wie das vonstatten geht. Warum sollten wir also nicht irgendwann einmal unsere Computer mit Hirnwellen bedienen? Oder Flugzeuge steuern, ohne überhaupt darüber nachzudenken? An Hirnwellen oder Muskelsignalen ist nichts Magisches, aber manches daran verstehen wir nicht. Und vielleicht werden wir es nie verstehen.